willkommen zur feuerroten Randomized Softlock. Was es mit Softlock auf sich hat, für die, die die anderen Videos noch nicht geguckt haben, werdet ihr in diesem Part sehen. Zumindest eins von den Sachen, die ich mir dazu ausgedacht habe. Und ich habe auch so das Gefühl, als ob in Video 2 der Downvote damit zusammenhängen könnte. Aber vorher haben wir noch einen Trainer vor der Nase. Bevor wir unten zur nächsten Wiese kommen, zu einem neuen potenziellen Teammitglied. Na, was kriegen wir vor den Latz geknallt? Ich hoffe nichts zu Schlimmes. Tengulist. Unlichtpflanze. Hat Bellatrix jetzt nicht so viel Spaß dran. Aber Lavados sollte rasieren. Na, Härtner ist Lavados sehr egal. Sorgt nur dafür, dass ich keinen Flügelschlag einsetze. Naturkraft. Ja gut, mit Sternenschauer kommt Lavados noch klar. In einem anderen Gebiet wäre es zu einem Steinhagel oder ähnliches geworden. Da hätte Lavados Probleme mit gehabt. Kaniwana. Pokémon wechseln, ja. Also Unlicht ist das Thema. Und Kaniwana ist Wasserunlicht. Palme als Pflanzen-Psycho-Pokémon hat da gar keinen Bock drauf. Der Wassertyp ist für Lavados nicht so genial. Unlichtattacken treffen zwar, aber das juckt mich relativ wenig. Das Gift ist nice to have. Und Kaniwana, genauso wie die Weiterentwicklung zu Haido, haben ein extremes Problem mit den Verteidigungswerten. Das sind beides Glaskanonen. Ja, einmal Umklammerung geht auf jeden Fall noch. Raserei. Juckt mich jetzt relativ wenig, so dass ich problemlos wechseln kann. Und in der ersten Generation wurde Raserei durchgesetzt, komplett. Ab der zweiten Generation, glaube ich, konnte man auch von Raserei wieder Abstand nehmen. Spätestens hier bei der dritten Generation. Und da Rauhautfähigkeit macht aber für Lavados keinen großen Unterschied. So, bevor ich mich zur Wiese begebe, begebe ich mich zuallererst zurück zum Pokémon Center, heil einmal das Team hoch. Dann kommen wir zu einer Besonderheit der Challenge. Wer sich über Gegner, Kaniwana etc. pp. Wundert, alle Trainer sind gerandomized. So, jetzt kommen wir zu der Besonderheit. Ich kann jetzt hier im Gras schön spazieren. Normalerweise heißt es, das erste Pokémon, was man sieht, das muss man dann auch fangen. Nicht in meinem Fall. Das erste Pokémon, was ich irgendwie angreife oder irgendwie eine andere Aktion außer Flucht mache, das ist das Routen-Pokémon. Damit habe ich es auf der einen Seite leichter, mir ein funktionierendes Team zusammenzustellen.
Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Problem, wenn ich die falsche Wahl treffe, kann es sein, dass ich mir ein Pokémon aussuche, was eine verdammt niedrige Fangquote hat oder wo ich mit einem sehr effektiven Angriff es auf einmal kille. Und da ich tatsächlich so ein kleiner Noob bin, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering. Hallo Radikal, du wirst es auf jeden Fall nicht. Das neue Team-Pokémon. Ladybar wird es ganz sicher auch nicht. Und auch wenn sich das irgendwie jetzt komisch anhört mit meiner Fangvariante, die ich angesagt hatte. Pixie! Ja, aber nö, auch wenn du wieder ein durchentwickeltes Pokémon bist, da lacht mich Macho Mai schon deutlich mehr an. Das nur richtig anzusprechen wird sportlich. Elektroball. Und falls die Frage aufkommt, warum spawnen so viele verschiedene Pokémon bei dir auf der Route? Es ist der Nationaldex von vornherein freigeschaltet. Und da sind dann auf den Routen eh schon mehr Pokémon. Lorblatt, eine weiterentwickelte Form eines Starter-Pokémons, was wieder eine bessere Fangquote hat als die erste Stufe. Und Lorblatt als Pflanzen-Pokémon wäre tatsächlich eine Verstärkung und nicht total overpowered wie Macho Mai. Oh. Wisst ihr was? Ich versuche Lorblatt zu fangen. Reflektor war vorherzusehen. Dadurch macht Umklammerung weniger Schaden. Überheuler erst recht. Aber ich möchte Lorblatt anschwächen und nicht direkt killen. Deswegen nehme ich nur die Umklammerung. Und ja, über Vergiftung würde ich Lorblatt sicherer fangen können. Also steigt die Fangchance nochmal ein wenig. Aber jede Runde verliert es auch Leben. Was meine möglichen Fangchancen wieder reduziert. Durch den Gifttyp hat auch das Rasierblatt nicht viel Schaden gemacht, aber schön, dass es schon diese Step-Attacke hat. Ich setze auch keinen Superschall ein, weil mir die Gefahr zu hoch ist, dass Lorblatt sich selber zu viel Schaden macht. Nur weil ich es jetzt etwas gekonnt herunterschwäche, ist es noch lange nicht, dass ich es auch wirklich fange. Es kann immer noch irgendwie ein Crit von mir kommen. So, zumindest im roten Bereich. Dann geht jetzt drüber auf Palme. Wird auch nicht sehr effektiv getroffen. Und Lorblatt mag nicht das stärkste Pokémon sein, aber mit Reflektor, Pflanzenattacken als Coverage ist es definitiv nicht verkehrt und Palmer hat momentan keine Pflanzenattacken. Und Lorblatt hat einen sehr, sehr hohen Bulk. Lernt auch sowas wie Synthese, um sich selber hochzuheilen, was auch nochmal sehr hilfreich ist. Es schläft, es ist im roten Bereich, mehr will ich gar nicht. Aber wie man sieht, es ist nicht garantiert, dass wir das jetzt kriegen. Okay, Lorblatt wurde gefangen, perfekt. Ein würziges Aroma geht von seinen Blättern aus. Das Aroma soll gesundheitsfördernd sein. Soll es das?
Möchtest du Lorblatt einen Spitznamen geben? Jawohl. Und ab jetzt wird es interessant. Schön. Such. Neuer. So. Ich habe mir nämlich überlegt gehabt, dass Sylvia Neuer als zwei Pokémon zählt. So Hauptzuschauerin auch was Kommentieren angeht. Und als männliches Pokémon haben wir jetzt einmal Neuer. Wer nicht Bescheid weiß, dass ich Sylvia damit meine, okay, da könnten dann irgendwie so Spielchen wie Manuel Neuer in den Köpfen losgetreten werden. Aber ich finde das relativ interessant. Oder witzig. Drückt es aus, wie ihr möchtet. Dass die junge Göre, die eigentlich mit, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, Pipi und Pummeluff arbeitet. Oder zumindest Pummeluff. Lavados darf nicht sterben als legendäres Pokémon. So. So weit, so schön. Dann gucken wir mal weiter. Da rechts war, glaube ich, ein Item. Irgendwo im Gras. Hier gibt es kein neues Pokémon, ist keine neue Route. Das wäre aufgeplöppt. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Trainer war. Und ich sehe hier gerade zumindest nichts. Muss ich nochmal genauer nachgucken. Offscreen. Aber hier in dem Gebiet gab es irgendwo ein Item. Kein Trainer, aber noch ein Item muss es hier irgendwo geben. Okay, dann werd du mal ein Arena-Leiter, wenn du meinst. Ja, ich muss hier einmal alles abgrasen. Auch wenn hier kein Gras mehr ist. Weil irgendwo gab es hier auch noch ein verstecktes Item. Ah, da oben. Über einen kleinen Stein gestolpert. Ja, hätte Rocco eigentlich haben können. Feuerstein. Sehr nice. Braucht man nur noch ein passendes Pokémon dafür. Da drin gibt es wieder ein potenzielles Pokémon für uns. Aber erstmal hier. Hier wird es mir auch interessant. In diesem Pokémon Center. Genau. Ein exzellentes Carpador für läppische 500. Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich Carpador gibt, aber ich sag einfach mal ja. Du bezahlst den Wucherpreis. Ui, ein Shillock. Nice. Ja, natürlich kriegt Shillock einen Spitznamen. Und das ist leider männlich. So, und auch wenn das nicht mehr für die Endentwicklung passt. Heißt Shillock jetzt Locke. Ja, aber für 500 noch ein Shillock dazu. Jetzt haben wir zwei Starter im Team. Das ist schon mal nice. Geschenkte Pokémon, beziehungsweise so Pokémon, die darf man natürlich auch sich organisieren. Und Mondsberg könnte man jetzt auch sagen, ja, guck mal nach Ebenen. Aber nö,
Ebene nicht. Der komplette Mondberg wird also eine Route bezeichnet. So. Hier wäre normalerweise die CM für Aquaknarre. Und wir kriegen Matschbombe. Das gefällt mir. Das gefällt mir definitiv. Palme. Nein. Nein, 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 nein. Bellatrix. Als Attacke Matschbombe für besseren Giftangriff. Finde ich gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, erst ab der vierten Generation waren TMs dauerhaft. Egal. Palme könnte es auch lernen. Aber nein, Bellatrix kriegt es jetzt. Er lernt Matschbombe. Wunderbärchen. Dann gucken wir noch mal in die Box rein. Und die ist nur einmalig einsetzbar. Weil jetzt hat Tentox auf jeden Fall ein bisschen Möglichkeiten. Weil mal als eine Möglichkeit hier im Mondberg. Wir haben eigentlich genug Wasser. So, was gibt's hier? Einen Supertrank. Auch nicht schlecht. Den Trainer lasse ich außen vor. Wir haben außerhalb des Mondbergs auch noch ein paar Trainer. Ein Duflor. Kann zu Giflor werden mit einem Blattstein. Oder zu einem Bluebella. Aber nee, Duflor will ich definitiv auch nicht. Bisschen was anderes wäre nice für den Mondberg. Durchgehen machen wir auch in einem komplett anderen Part. Habizak, nee. Ich mag weder Habizak noch Ibizak. Selbst wenn sie Sinn haben können. Keifel! Bodeneis! Ja. Ja, doch. Gefällt mir. Nehme ich. Egal, was es hier sonst noch im Mondprojekt gibt. Wir werden noch das eine oder andere Pokémon sehen. Aber Keifel versuche ich zu fangen. Neuer wird da nicht viel machen. Locke, naja, auch nicht mit Level 5. Ein Shilock auf Level 5. Aber hey, Randomizer. Ich setze erstmal Lavados ein. Auch um ein bisschen zu gucken, was der für Attacken hat. Ich gehe von Hornattacke. Hornattacke ist jetzt nicht so wild. Flügelschlag sind schon locker 50% gewesen. Toll. Da ist der Pulverschnee. Die Hornattacke ist effektiver. Das Problem ist an Pulverschnee, ich kann nicht safe rüberwechseln zu unserer Palme, unserem Kokowai. Um das Keifel zum Schlafen zu bringen. Und egal welche Attacke ich mit Lavados einsetze, wird Keifel killen. Kokowai mit Psycho-Stab möchte ich auf jeden Fall behalten. Schnüffler juckt mich relativ wenig. Keifel wäre eine schöne Teamverstärkung. Von den Typen her. Und es ist wieder männlich. Das erste weibliche Pokémon heißt Sylvia. So viel sei jetzt schon gespoilert. Aber wir haben Keifel. Schöne Teamverstärkung, definitiv. Beim Angriff auf seinen Gegner stellen sich seine Rückenhaare auf. Es hört außergewöhnlich gut. Hat auch lange Ohrchen. Ja, natürlich kriegt er einen Spitznamen. Wie nennen wir den denn jetzt? Einen Keifel. Ein Keifel ist doch eine Art Mammut, oder?
Deswegen. Heißt Keifel jetzt Money. Och, Money. Ice Age. Money, das missmutige Mammut. Dragonier. Ja. Wäre zwar interessant gewesen, aber nicht so interessant. Wir haben das Team auf jeden Fall gut aufgestockt. Mit Neuer, unserem Lorblatt, mit einem milden Wesen. Rasierblatt und Reflektor, auf jeden Fall eine Stab-Attacke, gar nicht verkehrt. Das Schillock hat Blubber, typisch. Ausdauer, naja, braucht man nicht unbedingt. Hornattacke, Und Pulverschnee ist eine Stab-Attacke, eine 40er. Ist vollkommen okay. Und Eisboden, das heißt, Money müssen wir gucken, dass wir auf jeden Fall länger halten. Lavados soll länger bleiben. Kokowai eigentlich auch. Und Bellatrix durch Matschbombe. Jetzt möchte ich auch etwas länger behalten. So. Im nächsten Part kümmern wir uns um die liegen gelassenen Trainer. Die ich jetzt ausgeklammert hatte. Und eventuell machen wir die ersten Schritte dann schon am Mondberg. Je nachdem wie die Zeit aussieht. Das werden. Ich gehe auch davon aus, dass der Mondberg mindestens zwei Parts in Anspruch nehmen wird. Aber mal schauen. Wie gesagt, nächste Woche fängt es dann an, mit den liegen gelassenen Trainern abzufrühstücken, unseren neuen Teammates vielleicht das ein oder andere Level noch zu verpassen und dann ab in den Mondberg. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin sage ich ciao und tschüss.